Das Bier ist gekauft. Heute werden ganz viele Bierpowers nachgeholt. Geprost. Und ich werde dich mitnehmen. Ja. Weil ich möchte dir etwas zeigen. Und da du ganz viele Bierpowers machst, habe ich beschlossen, auf jeden Bierpower trinke ich einen Pfeffi. Weil ich so richtig, richtig Bock heute auf Pfeffi habe. Das wird gleich so richtig anstrengend sein. Und morgen werde ich ganz viel Muskulaturkater bekommen. Aber das wird höchste Zeit. Es muss alles nachgeholt werden. Ich habe hier eine ganz lange Liste hier stehen. Mit den ganzen offenen Bierpowers. Die müssen alle nachgeholt werden. Jetzt Bierpower-Tour-Start kommt. Ich grüße Christian Tesch. Ich grüße Pascal M. Ich möchte eine Harnröhrenentzündung bekommen. Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber das hört man. Ich grüße SR Lost Places Adventure. Ich grüße Kollege Sohn. So, kurzer Zwischenstopp bei mir zu Hause, weil ich habe noch einen Sekt-Power machen zu gehen und wir haben die Flasche Sekt bei mir zu Hause vergessen. Deswegen werde ich die hier zu Hause öffnen. Geprost! Ich grüße Bierjunker! So, ich habe gerade deinen Sekt-Power nachgeholt und jetzt werde ich die ganzen Bier-Powers fortsetzen. Ja. Wir machen heute hier. Das musst du filmen. Bierpower. Link zum Merch unten in der Beschreibung. Richtig geile Qualität, kann ich nur empfehlen, wirklich. E aus HD, ich bedanke mich nochmals für den kräftigen Support. Und Tom Palermo, ich werde auf dich jetzt 3 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Wir sind gerade ganz kurz bei diesem Hansa-Karree, also dieser Einkaufszentrum. Genau, deswegen stehe ich gerade hier. Der Bäcker streikt und deswegen musste ich reingehen und von drinnen was aus diesem Backladen kaufen. Und beim Rausgehen fiel mir auf, dass ich wieder pullern muss. Und deswegen bin ich nochmal schnell auf Toilette gegangen. Deswegen hat es kurz länger gedauert. Frau Dr. Sarah, ich mache jetzt auf dich 3 Bierpowers. Bierpower 1. Bierpower 2, Bierpower 3. Ich grüße dich, Fuge. Ich werde auf dich jetzt auch 3 Stück machen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Die Devise bei Bierjunker lautet, immer nebenbei ganz viel Essen, Herzhaftes oder Brötchen und so ein Blödsinn, wenn die Bäcker nicht gerade streiken würden wie heute. Weil Essen saugt den Alkohol auf. Du hast es dir selbst ausgesucht. Nom, 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 yummy, yummy, yummy. Der ganze Wind muss weg. Wir haben gerade Pipi gemacht. Wir haben Natur urinisiert. Möchtest du auch einen Chicken Pork? So langsam Dunkle kommt. Das ist voll scheiße. Bald muss schon wieder Laterne angemacht werden. Schalt mal dein Gehirn ein. Wir laufen jetzt über die Weserwehr rüber. Und guck mal hier. Hier vorne ist ganz viel Schaum und sowas. Also Wasser mit Schaum dran. Da haben bestimmt schon ganz viele Fische reingepinkelt. Die können das. Die können richtig viel Urin ausstrahlen. Deswegen schäumt das hier. Das ist hier Karpfenurin. Ist zu Karpfen? Ich hab's noch nie probiert. Wir machen jetzt kurz Pause. Rast quasi. Zu einer guten Rast gehört hier der Klappstuhl. Dann gehört zu einer guten Rast was zu essen. Und es gehört ein gutes Getränk dazu. Ich trinke sonst niemals in meinem Leben Gin, weil Gin macht mich immer total betrunken. Und dabei fiel mir so ein, der Max, ne? Der Max macht ja auch Gin. Selber beziehungsweise verkauft Gin. Wieso hat der Max kein Merch mit Gin-Dosen würde ich mir tatsächlich kaufen. Obwohl Gin mich immer total trumbunken macht. Ja, 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 ja. Ich grüße dich, Lana. Auf dich werde ich jetzt auch 3 Stück machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Warte, warte, jetzt kommt. Jetzt kommt.
Nein, ich bin noch nicht trumbunken. Ich will immer noch einen Quallenkopf, ein Oktopusgesicht. Und ich grüße dich, Cookie Power 16. Ich werde auf dich jetzt auch drei Stück machen gehen. Bier Power 1, Bier Power 2, Bier Power 3. Pinsel! Quallenkopf! Quallenkopf! Auch mit L. Machen wir mal kurz einen Pick-up machen. Mittlerweile sind wir hier auf unserem Bierpowerweg an einem Fußballspiel angekommen. Hier spielt Eichehorn gegen Habenhausen, sprich Blau gegen Gelb. Gelb ist Eichehausen, Blau ist Habenhausen. Und wie ihr hört, es geht richtig gut ab. Und wir müssen uns mal über den Spielestand informieren. Ich habe hier einen totalen Insider. Warte kurz. Lenny, wie steht's denn überhaupt? 5-0 für die Blauen. Die Blauen, das ist scheiße, dass für die 5-0 steht. Das muss für die Gelben besser stehen. Echt jetzt? So ist das. Für die Gelben, also für die Blauen steht es 5-0? Ja. Ah, es steht für die Blauen 5-0, nicht für unsere Farbe Gelb. So ein Shit. Also, wir sind hier an der WHK. Ich weiß gar nicht, was WHK heißt. Aber ich war hier gerade drin und habe mit einer total lieben Frau und anscheinend dem Besitzer dieses Geländes gesprochen. Wir dürfen heute hier ganz offiziell unser Tarp aufspannen und die Männers, die da oben sitzen, wollen mit uns jetzt erstmal noch einen trinken. Das heißt, wir müssen reingehen. Geprostet! Und bei uns im Vereinsheim heißt das so, wir trinken auf den edlen Spender und wir wünschen euch ein dreifaches kräftiges Gute! Wind! Gute! Wind! Gute! Wind! 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 Qualität der Prost! Guten Morgen. Wir werden hier von Heckenscheren-Geräuschen belästigt. Und Bianca Schlafplatz ist hier durchnässt. Es ist hier alles nass. Der Schlafsack lag halb draußen. Das ist voll scheiße. Deine Füße waren draußen gewesen. Das war voll scheiße gewesen. Ja. Deswegen ist der ganze Schlafsack und so weiter hier nass. Und genau, es hat geregnet und das war zur Hälfte draußen. Das hier, das war unser Schlafplatz gewesen. Und hier haben die Füße von Bianca rausgestreckt. Ja, genau. Wir bauen jetzt ab, weil hier sind ganz viele Geräusche. So, die Sachen sind gepackt. Wir haben genau hier geschlafen. Es wird hier weiter gearbeitet und Bierpower-Fortsetzung, Start kommt. Wir laufen jetzt nach Richtung zurück. Sind deine Füße immer noch nass? Ja. Geil. Semi-optimal nenne ich sowas, semi-optimal. Ich find's optimal. Nein. Das ist richtig geil. Nein. Guck mal, wir werden hier schon wieder belästigt. Von diesen Flugteilen hier, die hier rumfliegen und Schadstoffe verursachen. Ich bin verseucht. Ich bin verseucht. So, wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle hier angekommen, wo ich gestern das hier gemacht habe. Das ist eine legendäre Stelle. Guck mal, da vorne liegt noch viel mehr Schaum rum. Das heißt, über Nacht haben noch viel mehr Fische und Seehunde und sowas da reingepinkelt ins Wasser. Nur aus diesem Grund ist da mehr Schaum drin und sonst aus keinem anderen. Ich habe hier einen Bierpower-Metall-Gnubel gefunden. Und ich grüße Edermausmann. Ich werde auf dich jetzt auch drei Bierpowers machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3. Also du hast bestimmt genug von gestern, oder? Von den ganzen Pfeffi-Saufen, oder? Ich möchte jetzt keinen Pfeffi trinken, nein, danke. Weil mein Gehirn, das schwappt rum wie so eine Qualle. Wie so ein Oktopus.
Das schwappt richtig rum. Das ist geil. Also nicht falsch rum, genau. Das ist wichtig. Oder, nee, eigentlich nicht, aber egal. Wir laufen jetzt zum Dönerladen, um dort Döner zu kaufen und den zu Hause zu essen. So, wir waren beim Dönerladen, aber weil das Fleisch zu kalt war und weil wir zu früh dort gewesen waren, haben wir keinen Döner bekommen. Und dann sind wir zu mir nach Hause gegangen und haben da Essen warm gemacht von Vortag, genau. Das haben wir dann gegessen, aber so richtig. Danach haben wir ein bisschen ausgeschlafen. Und dann sind wir wieder zum Dönerladen hingelaufen, um dort nochmal einen Döner zu kaufen, genau. Und den zu essen. Und jetzt versuche ich, Bierjunker ein Bierpower beizubringen. So, ich möchte dir beibringen, wie Bierpower funktioniert. Als erstes muss man Bier aufmachen. Geprost. Und zwar, das funktioniert so, man muss diesen Ellbogen hier reinmachen. Also nicht in der Mitte, also und auch nicht zur Seite, sondern in Schwanzseite. Da muss man so machen. Und genau. Und dann das hier machen. Und dann Bierpower schreien. Genau, das ist Bierpower. Jetzt du. Ja, ja, du musst dich abstützen. Ja. In den 90 Grad Winkel. Ja. So. Und ich muss nach Richtung Schwanzseite zeigen. Hab ich nicht. Ja, ich weiß. Das ist so schwer, ne? Das hat auch nicht leicht zu sein. Das darf auf gar keinen Fall leicht sein, weil sonst kann das jeder. Du kannst es auch von der anderen Seite probieren. Ja, genau. Genau so musst du das machen. Bloß 90 Grad Winkelliga. Ja, ich drück mich hier schon so rein. Wo soll ich mir denn noch reindrücken? Du musst dicht reindrücken, damit du dich hell halten kannst. Ja, das habe ich verstanden. Ja, genau. Hände anfeuchten bringt mehr, dass der Grip mehr dran ist. Ja, und dich einfach abstützen an deinen 90 Grad Verwinklung. Einfach! Ja, genau. Das geht ganz einfach. Ja, das geht total einfach. Das ist nicht leicht, aber einfach. Also ich glaube, ich werde das heute nicht schaffen. Das ist echt schwer, ey. Das tut auch echt weh nach einer Zeit schon. Ja, ich weiß. Deswegen muss ich heute ganz, ganz viele machen. Irgendwann schaffst du das. Irgendwann schaffe ich das. Du musst ganz viel üben und so weiter. Ja. Bei mir hat das auch nicht beim ersten Mal geklappt. Ja. So, ich werde jetzt die ganzen restlichen Bierpowers nachholen. Ich muss noch 11 Stück machen. Ich grüße Flatti. Und ich grüße Daniel Meyer. Auf dich werde ich jetzt 10 Stück machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2, Bierpower 3, Bierpower 4, Bierpower 5, Bierpower 6, Bierpower 7, Bierpower 8, Bierpower 9, Bierpower 10. Ich bedanke mich für euren kräftigen Support. Wenn ihr im Video ebenfalls per Bierpower begrüßt werden möchtet, unten in der Beschreibung ist mein PayPal-Link und mein Tipeee-Stream-Link verlinkt. Und pro 10 Euro mache ich jeweils einen Bierpower. Alternativ mit dem Abschluss einer Kanami-Mitgliedschaft auf Stufe 2 oder höher. Genau, dann mache ich da jeweils auch einen Bierpower. In diesem Video hatte ich auf die 30 größten deutschsprachigen Outdoor-YouTuber jeweils auch einen Bierpower-Gruß gemacht. Schaut euch dieses Video auch an und sorgt dafür, dass die auf mich reagieren, falls die Reactions machen. Genau.